Hallo zum Kulturchen. Das nenne ich mal spannende Musikerkarrieren. Martin Engelin und Waldo Karpenkiel haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit grandiosen Projekten. Unter dem Titel Go Music veranstaltet Martin Engelin regelmäßig Konzerte mit bekannten Hits, interpretiert von unterschiedlichsten Musikern. Schade, dass das große Weihnachtskonzert dieses Jahr ausfällt. Aber wenigstens gibt es die tolle CD von der Weihnachtsshow 2019. Bei Waldo Karpenkiel sieht es ähnlich aus. Der hat mit Too Funky eine Art Wiederbelebungsprojekt für alte Jazzklassiker initiiert. Groovy kann ich da nur sagen. Genießen Sie die beiden. We'll be right back.
dream of love and peace for everyone. Celebrate a life when we are free. A wonderful dream of joy and fun for everyone. Celebrate a life when we are free. Ja, ich bin sozusagen ein Kellerkind, das könnte ich so mit gutem Gewissen sagen, weil ich kann ungefähr sagen, dass ich so gut wie 300 Konzerte hier in diesem Jazzkeller gespielt habe. Mit Core Music und vielen, vielen anderen Künstlern. Angefangen hat das in den 70er Jahren schon und da war der Keller schon 20 Jahre alt, wenn du mal da siehst, von 1958 ja. Ist der ja. Aber ich habe eine gute alte Tradition, also hier im Jazzkeller, von daher bin ich ein Kellerkind, ein Musiker natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier auf der Bühne. Und meistens bin ich Ansager, weil ich sehr viele Ansagen auch mache. Und ansonsten ja, lebe ich seit 2002 in Krefeld. Hallo, ich bin so der Waldo Karpenkiel aus Krefeld und bin seit meinem 10. Lebensjahr gerne Krefelder. Ich würde mich als musikalischen Ideenentwickler bezeichnen. Und das aktiv seit 1970. Also wenn man jetzt seinen eigenen Stil beschreiben möchte, ich hoffe, dass ich im Laufe der ganz langen Zeit, die ich jetzt schon spiele, auch eine eigene Handschrift bekommen habe. Das finde ich am wichtigsten für alle Musik, für jeden Musiker, besonders auch für die Schlagzeuger. Wenn du mich nach meinen Vorbildern fragen würdest, dann würde ich natürlich an so alte Idole nennen wie Gene Krupa, Joe Morello, auch Buddy Rich, so diese Abteilung. Aber ich glaube schon, dass man mich kennt. Den zigarrenrauchenden Hutträger, der in Krefelder Kneipen unterwegs ist, den kennt man, glaube ich, schon ein bisschen. Ist nicht denkbar, sage ich mal ganz einfach. Und Krefeld ohne Kultur ist ja das, was wir im Moment sehen, wie du schon sagst halt eben. Wobei ich das toll finde, dass sowas wie das Kulturchen gibt, wo wieder mal auch aufmerksam gemacht wird auf die ganzen Leute. Jeden Tag ein neues Türchen. Ich gucke mir das auch immer an, was für ein neues Türchen da eben ist, was für neue Projekte oder sonstige Sachen es eben auch gibt. So. Aber Krefeld ohne Kultur ist für mich gar nicht denkbar, weil Krefeld schon immer eine kulturelle Hochburg war. Nicht denkbar. Gone.
day I fly away, leave your love to yesterday. What more can your love do for me? Live life from dream to dream.